das Senioren- und Pflegezentrum St. Antonius, gelegen im Herzen der Stadt Würselen. Gepflegt wird hier seit 1901, damals noch im alten Kloster. Seit 1955 existiert es als Pflege- und Altenheim und wurde zwischenzeitlich mehrfach an- und umgebaut. Die Bürger Würselens nennen es aber immer noch liebevoll das Klösterchen. Heute ist es eine moderne, vollstationäre Pflegeeinrichtung, in der bis zu 137 Bewohner leben. Hier gibt es auch 10 eingestreute Kurzzeitpflegeplätze. Am Lindenplatz betreiben wir eine Tagespflege mit 14 Plätzen und insgesamt 50 Wohnungen Servicewohnen am Lindenplatz und in der Kaiserstraße. Darüber hinaus haben wir hier in unserem Haupthaus auch das öffentliche Restaurant Klosterstube. Rund 180 Mitarbeiter arbeiten hier in Würselen. Jeder Mensch ist einzigartig in seiner Persönlichkeit. Dies gilt vor allem auch bei Pflegebedürftigkeit und im Alter. Auf die Unterstützung und Hilfe anderer Menschen angewiesen zu sein, ist ungewohnt. Vertrauen in diese Menschen ist das Wichtigste für ein gutes Leben im Heim. Wir alle arbeiten täglich daran, dieses Vertrauen zu vertiefen und zu festigen. Dabei haben wir das Selbstbestimmungsrecht unserer Bewohner stets im Blick. Sie sollen ihre Tagesabläufe so weit wie möglich eigenverantwortlich gestalten. Auch die sozialen Aktivitäten in der Stadt Würselen machen vor unseren Türen nicht Halt. Unsere Bewohner stehen mitten im Leben. Das alles würde ohne unsere engagierten Mitarbeiter nicht funktionieren. Deshalb ist es uns sehr wichtig, sie zu unterstützen, zu fördern und gemeinsam mit ihnen unsere Ziele zu erreichen. Zum Wohl der uns anvertrauten Menschen. Guten Tag, ich bin Frau Gerras. Ich wohne jetzt schon 5 Jahre hier im Altenheim St. Antonius. Habe vorhin in betreutes Wohnen mit meinem Mann gelebt. Und da war für uns immer gesagt, wenn wir mal nicht mehr können, nur hier im Heim im St. Antonius. Hier ist immer was los, hier haben wir Abwechslung, was uns auch alle gut tut. Alle Schwestern, alle sind sehr lieb mit mir. Ich bin sehr froh, dass ich hier in St. Antonius bin. Hallo, ich bin die Sibylle, ich bin hier die Pflegekraft und ich bin froh zu sehen, dass unseren Bewohnern hier so richtig gut geht. Vor allem, wenn man mit der Zeit ein gutes Verhältnis zusammen hat. Klar ist die Pflege ein anstrengender Beruf, aber man bekommt auch viel zurück und das macht so richtig Spaß. Und wir sind hier wie so eine große Familie. Mein Name ist Michael Schwabe, ich arbeite schon seit geraumer Zeit im St. Antonius, habe dort auch meine Ausbildung zur examinierten Altenpflegerin absolviert. Mittlerweile durfte ich auch die Weiterbildung zur Praxisanleitung machen. Das heißt, ich darf jetzt selber Schüler ausbilden und ich bereue diesen Schritt nicht. Ich würde es immer wieder auf dieselbe Art machen. Mein Name ist Thorsten Schöpkens, bin examinierter Altenpfleger, arbeite seit 2001 hier im St. Antonius. Ich bin zu dem Beruf des Altenpflegers gekommen, als ich meinen Zivildienst gemacht habe. Im St. Antonius hat man gute Aufstiegsmöglichkeiten, auch aufgrund von Weiterbildungen, die das Haus bezahlt. Auch als Auszubildender, FSJler oder BUFDI ist man hier super aufgehoben. Ja, und als langjähriger Mitarbeiter hier im St. Antonius freut es mich immer wieder, jeden Tag zur Arbeit zu gehen und mit einem guten Team zu arbeiten.